Ja, ihr lieben Steinböcke, wir gucken in euer neues Jahr. Ich mache es diesmal nicht mit dem großen Blatt, sondern mit dem Jahreskreis, da ein Kreis hier nicht hinpasst, weil zu groß. Lege ich es in zwei Reihen, auch mit zwei Decks. Wir ziehen eine Tarotkarte, eine Pflanze, ein Engel für das Jahr und gucken einfach, was hier für euer Kollektiv für Energien verfügbar sind. Denkt daran, es ist ein Kollektiv-Orakel. Es dient auch viel der Inspiration. Das Mischen dauert jetzt eine Weile. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Gleich zwei gekriegt hier am Ende. Jetzt kommen die Lennys. Uiuiuiui. Hier regnet es Karten. So. Wir gucken unter das Deck, da habt ihr schon mal die Sterne, das ist super. Ein Jahr der Klarheit, ein Jahr des Glücks, ein Jahr, wo ihr euch möglicherweise auch Träume erfüllen könnt, wo ihr sehr stark mit euch, mit eurem Unterbewusstsein verbunden sind. Wo die Sterne sind, da ist bei mir auch eine gelernte Lektion, da kann man Visionen vergrößern. Alles hat so ein bisschen magische Einflüsse. Natürlich ist es auch, dass sich etwas unter einen guten Stern stellt und auch die Karte der Klarheit irgendwo, ne? Also, guckt auf eure Träume, achtet auf eure Träume. Ihr kriegt hier Eingebungen, die ihr für euer Glück nutzen könnt. So, dann haben wir im Januar für euch die schicksalshaften Einflüsse. Hier zeigen sich Themen, die von außen kommen, die ihr so nicht geplant habt. Das Karma spielt eine Rolle. Es kann hier sein, dass ihr ein Kreuz ablegt und von diesem Punkt aus wieder neu manifestieren könnt. Also das Schicksal spielt euch so in die Karten, dass ihr etwas Neues entstehen lassen könnt, dass ihr Herausforderungen meistert, dass ihr Samen aussät, die euch im Laufe des Jahres auch wieder Ernte einbringen. Dann haben wir hier im Februar für euch, könnte es ein bisschen Konflikte geben, Diskussionen, Streitereien. Möglicherweise habt ihr hier auch einen Konflikt mit euch selber, etwas bedarf Genesung. Also nehmt euch hier auch raus, nehmt euch die Zeit zu genesen, euch auffangen zu lassen, anstatt zu streiten, zu diskutieren oder ja, Konflikte auch heraufzubeschwören. Andererseits denke ich so, hier könnt ihr so einen Konflikt, den ihr mit euch oder mit dem Leben habt, in Genesung bringen. Dann haben wir den März. Im März geht es bei euch um Liebe und Freundschaft. Es geht um eure Herzensangelegenheiten, um eure Herzmenschen. Es kann ja auch sein, dass für manche aus Freundschaft Liebe wird. Oder andersrum. Es kann hier sein, dass ihr neue Menschen kennenlernt.
die euch sehr bereichern, die euer Herz aufblühen lassen, dass ihr Dinge, die euch gemeinsam am Herz liegen, mit jemandem teilt und da auch Energie rauszieht. Ne? April, da habt ihr ein bisschen Stress, Unruhe. Auch das ist mal möglich, dass es mal viel wird. Möglicherweise könnt ihr hier in diesem Jahr an sich einen Konflikt lösen, der mit dem Thema Herzensangelegenheit, Liebeskummer so zu tun hat. Etwas, was euch schon lange auf dem Herzen liegt, kann hier ausgebügelt werden. Ihr habt hier die Zeit zum Feiern, also bereits früh im Jahr zeigt sich eine Situation, die sich euch gut zuwendet, die euch vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe ins Leben bringt, die einen Schmerz genesen lässt, der euch längere Zeit begleitet hat. Was ich für einige hier habe, ist auch gerade die Leute, die sich so doppelt gebunden fühlen. Ne? Einsteils hängt mein Herz ein bisschen hier, einsteils hier, dass die sich klären können, weil hier einfach die Sterne sind. Im April habt ihr hier einen Reifeprozess, große Erkenntnisse. Ihr habt Sachen, die von außen auf euch zukommen. Man nimmt euch wahr, ihr nehmt die anderen wahr. Wie zeigt ihr euch? Was wird von euch gesehen? Ihr dürft euch ja auch viel mehr nach außen noch zeigen. Und die Öffentlichkeit ist immer auch der Punkt, der für euch wichtig sein könnte in diesem Monat. Das Rausgehen, das Unterwegssein, das vielleicht auch aus sich selbst rausgehen, zeigen, was man kann. Aber die Öffentlichkeit oder der Park hier in dem Fall, das sind auch die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und es kommt dann halt so, dass wir Aufgaben kriegen, an denen wir wachsen. Dann habt ihr im Juni die göttliche Führung. Hier wird sich etwas harmonisieren, ihr könnt Frieden schließen. Ihr spürt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Es geht hier vielleicht auch um Familienthemen, wo ihr jetzt neue Wege gezeigt kriegt. Es geht darum, sich harmonisch zu fühlen, in Frieden mit allem zu sein, vielleicht ja auch mit einem schicksalshaften familiären Konflikt. Und auch da wieder der Hinweis, ne, achtet auf eure Träume. Hier ist sehr viel Zeichen, die euch geschickt werden in diesem Jahr und hier im Juni besonders. Hier hat man den Sternenhimmel auch wieder drauf und es kann hier sein, dass ihr, ich sag mal so, irgendwo einen Kampf beendet, den ihr als lästig oder als Kreuz angesehen habt. Und hier kriegt ihr auch noch gezeigt, wie. Dann haben wir den Juli, da haben wir bei euch die Seelengefährten, die Freunde. Also ein Jahr der Freundschaft, der Menschen, die euch sehr am Herzen liegen. Treue, Loyalität. Es kann ja auch sein, dass neue Menschen in euer Leben kommen, die sich dann wieder Weggefährte nennen. Hier haben wir Freundschaft und Liebe. Und möglicherweise ist es auch für ein oder anderen ein Tier, ne? So. Dann habt ihr hier die neue Liebe und eine alte Liebe. Es kann so ein Monat sein, wo ihr vielleicht überlegt, was ihr für neue Partner haben wollt, wo ihr Altes beendet stehen lassen könnt, wo ihr auch Frieden schließt mit euren Ex-Partnern oder mit Vaterthemen. Es kann auch sein, dass ein Partner den anderen ablöst. Jedenfalls ist hier ein Mensch zu sehen. Das zeigt sich hier schon an, ne? Freundschaft, Liebe, Seelengefährte, der euch sehr berührt. Das kann hier sogar jemand sein, der euren Träumen entspricht und wo euer Vertrauen ein bisschen abgefragt wird. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, habt ihr hier die Möglichkeit, unabhängig zu sein, freundschaftlich und loyal miteinander umzugehen, euer Herz wieder zu öffnen. Für einen oder anderen kann es hier sogar sein, dass sie in eine neue Liebe mit einem Ex-Partner gehen. So, dann geht's weiter.
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. Da haben wir für euch hier einen Erfolg, eine neue Tür, die sich öffnet, das Gefühl der Sicherheit. Irgendetwas, wo ihr vielleicht auch gedacht habt, da geht nichts weiter, kriegt hier einen anderen Sinn. Der Schlüssel ist auch so dieses Element von, ich fühle mich gut damit, so wie die Dinge sind, ich fühle mich sicher, so wie alles ist. Vielleicht wird auch das Thema Sicherheit abgefragt, sich sicher fühlen. Und ihr habt den Schutzengel dabei, also einen Monat, wo ihr sehr gut geführt werdet, wo ihr Beistand spürt und ja, wo einfach Schutz von oben kommt. Gerade auch hier im Bereich der Liebe, wenn ihr da so Konflikte habt mit der Vergangenheit und hier vielleicht so Zweifel oder Vertrauensthemen sich einschleichen, wandelt sich das in ein sicheres Gefühl. So, dann haben wir hier im Oktober das Thema Kinder. Es kann hier sein, dass es um eure eigenen Kinder geht. Es kann hier sein, dass euer eigenes Kind, inneres Kind gemeint ist, dass ihr Dinge neu kreieren wollt, dass Kinder irgendwie eine Rolle spielen. Und ich sehe hier viele Nachrichten. Es kann natürlich auch sein, dass ihr mit euren Kindern kommuniziert, dass ihr Dinge bespricht oder ja, dass ihr irgendwie über die Kommunikation euer eigenes inneres Kind wieder ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bringt. Wir haben die Liebe, die Partnerschaften, die Kinder dabei. Kommunikation wird hier wichtig für euch sein. Und im November habt ihr hier nochmal so eine Aufgabe. Hier geht es um euer Leben, um eure Vitalität, um Wachstumsprozesse. Es geht darum zu lernen, also sprichwörtlich habt ihr hier sogar ein Lernen fürs Leben sozusagen. Auch wieder so eine bestimmte Lektion, die das Leben euch hier aufzeigt. Vielleicht braucht ihr, um irgendetwas ins Wachstum zu bringen, auch noch mehr Infos, die ihr euch hier holen könnt. Oder ihr habt tatsächlich Lust, euch nochmal Wissen anzueignen, das euch dann im Leben dient. Ende des Jahres, im Dezember, habt ihr dann nochmal das Thema Vertrauen, das Thema Kommunikation und den Beruf, die Berufung, die Arbeit. Also habt Vertrauen in euch. Es kann sein, es geht sehr viel um das Stabilisieren einer beruflichen Situation. Ja, mal die Vitalität mit dabei. Also, dass ihr euch so ein Berufsumfeld auch erschafft, wo ihr Gutes leisten könnt, was ihr leistet oder leisten müsst. Drückt euch da auch aus. Kommunikation scheint über das ganze Jahr wichtig und klärend für euch zu sein. Die ein oder anderen können sich hier, weil wir ja die Träume und die Sterne haben, tatsächlich einen Lebenstraum auch erfüllen, der mit Beziehung oder Beruf zu tun hat. Das Schicksal gibt euch die Möglichkeit, Neues entstehen zu lassen. Und das zwar ziemlich flott am Jahresbeginn. So, hier kommt eure Tarotkarte. Wir haben die Acht der Luft, also denkt nicht, dass ihr irgendwo festhängt. Man kann immer etwas tun. Hier ist irgendwie die Illusion, irgendwas oder irgendwem in die Falle gegangen zu sein. Man hat wenig Selbstvertrauen oder man fürchtet sich irgendwie zu handeln. Das ist natürlich auch ein Hinweis, dass das Gefühl, in die Falle gegangen zu sein, eben nicht stimmt. Man hat immer Auswege. Manchmal zeigen die sich nicht gleich. Bei euch zeigen sie sich über die Träume. Und ihr habt so einen Klärungsprozess über das ganze Jahr. Hier ist sehr viel genesende Energie. Hier ist das Prinzip Hoffnung am Wirken. Auch hier haben wir das Element Luft dabei. Es geht um eure Gedanken, den Intellekt. All dieses, was auch intellektuell über Kommunikation ausgetauscht wird. Wir haben hier vom Sternzeichen hier Widder und Stier mit dabei für euch. Vielleicht könnte da irgendwo eine Person sein,
weil ihr ja auch hier Menschen habt, Freunde, Seelengefährten oder die eben aus dem Sternzeichenkreis des Elementes Luft kommen. Also Zwillinge, Waage und Wassermann. Ihr habt den Engel der Dankbarkeit für das Jahr. Also schenkt den scheinbar kleinen Dingen mehr Aufmerksamkeit, feiert sie, vergisst nicht das, was ihr habt. Guckt auf das, was ihr habt, damit es sich auch vergrößern kann. Hat sich jetzt hier eine umgedreht. Ja, ja. Wow, ihr habt noch die Korngerade. Erntezeit. Also ihr könnt hier Träume verwirklichen, definitiv. Ne? Begrüße, fühle Reichtum und Segen. Hab nicht das Gefühl, in die Falle gegangen zu sein, sondern hier entwickelt sich etwas Gutes, etwas, wo du dir wirklich Träume verwirklichen kannst. Und wenn die Kornrade fällt, dann zeigt sie auch die Ernte an. Ne? Wunderbar, ihr lieben Steinböcke. Ihr habt euch was erarbeitet. Ihr kriegt hier euren Lohn. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr. Ich drücke euch bis bald.